seid ihr wieder nordischer Meiern, ja, ja. Die Früchte haben jetzt auch eine Vergiftungsgefahr. Das macht natürlich dann schon Sinn, wenn man die ganze Zeit nur Früchte fordert. So, ein paar Steine habe ich eingesammelt. Ich würde ganz gerne noch ein paar mehr Steine. Noch ein paar mehr Steine einsammeln, weil wegen Pfeile und so. Da können wir die nämlich gleich runtercraften. 20 Uhr. Okay, dann kriegen wir vielleicht noch. Ach, guck mal, jetzt Food Poisoning haben wir sogar. Das zeigt auch hier nicht an, das ist doof. Lebensmittelvergiftung. Eieiei, die ist übel. Das stimmt. Nutze es, wenn dein Bag voll ist. Alles klar. Ach so. Ja, macht natürlich Sinn. Wenn ich dann dran denke und dann auch die Spritze auch immer dabei habe. Weil, so wie ich mich kenne, lagere ich das ein. Hab dann nachher irgendwo im Let's Play nachher 300 Spritzen rumliegen und hab nie eine genutzt. Weil ich bis dahin wahrscheinlich dann auch schon den kompletten Rucksack durch habe. Also ihr mehr freigeschaltet habe. Ja, Kohle können wir nochmal verbraten. Verbrennen also. Naja, ist ja nicht so schlimm. Dann können wir sonst aus der Juckerfrucht, können wir sonst einfach noch ein bisschen Saft machen. Ich weiß nicht, ob der Juckersaft auch giftig ist oder ob es nur die Frucht als solches ist. Ich muss aber noch ein bisschen mein Zuhause gleich nochmal aufwerten. So, das reicht erstmal. Ich weiß, du bist erschöpft. Können wir sonst in der Nacht hier mal so ein kleines, ja, mal gucken, ob wir hier gleich so eine kleine Leiter bauen oder so. Ich würde ja eher was zum Springen nutzen. Ich glaube, das. Ist das nur ein halber Block oder ist das ja auch gemein? Das ist ja scheiße. Das ist ja scheiße, sag mal. Modify. Modifiers. Na gut, können wir natürlich nicht machen. Ich würde sagen, können wir sie reparieren? Doch, können wir. Du solltest nicht zu viel davon essen. Juckersaft geht trotzdem gut. Nur ein anderes Rezept ist nun dafür da. Achso. Ja, ups, das müssen wir da gucken. Das müssen wir dann sehen. Das gucken wir uns mal bei Gelegenheit an. So, weil ich brauche erstmal ein paar Holzrahmen. Keine Ahnung. Ich mache erstmal 10 Stück fertig. Ich brauche sowieso mal ein paar mehr davon. Das können wir wegwerfen. So. Zack. Erstmal zumachen den Laden hier. Ja. So, schön zugemacht. Die machen wir auch gleich mal zu hier. So, dann sollten wir eigentlich alle Fenster auch zu haben. Da war alles zu, da war alles zu, da war alles. Ach ne, hier noch. Dann wäre sie. So, haben wir auch. Da war das. So, und hier hätte ich nochmal ganz gerne eine Tür rein. Gesicherte Tür, fertigen. Schwupps, schwupps. Jo. Ja, prima. Dann können wir hier eigentlich nochmal so einen Block reinhämmern. Oh, das war knapp. Das war gerade richtig knapp. Das hier ein bisschen duster.
So, einen hin, da einen hin. Ich sehe jetzt nicht so viel. Alter Schwede. Ich geh mal rein. Mir wird hier unwohl. So. Ach ja, ich habe die warte mal. Wir nehmen mal die Fackel nehmen wir kurz mal mit. Kann man sonst in der Nacht nämlich nur die Treppe weiter weghauen. Weil so viel Licht bringt die jetzt auch nicht hier. Hallo? Achso. Jetzt macht's das. Nein. Wenn du Kartoffeln und Pilze findest, aufheben und pflanzen. Für vegetarischen Eintopf gibt es Essen und Trinken. Ja, das war eigentlich schon immer so. Meine ich zumindest. Unabhängig vom Fleisch. Ja, definitiv. Definitiv. Also das habe ich, ich will nicht sagen im Late Game jetzt nicht, aber wenn ich Pilze oder irgendwas gefunden habe, oder Kartoffeln, gerade Kartoffeln. Weil Kartoffeln brauchst du eigentlich für alle fortschrittlichen Menüs, also das wäre schon ganz gut. Nein. So. Na. Was haben wir jetzt hier wieder? Ach, hungrig. Ja, okay, Wahnsinn. Ach so, ja, ich muss natürlich gleich nochmal sehen. Wir müssen uns hier nochmal eine kleine Leiter hinhauen. Das stimmt. Habe ich schon fast wieder vergessen. Wir müssen ja auch irgendwie mal zum Kochtopf wieder runter, sonst wird das ein bisschen schwierig hier. Leitern haben wir hier natürlich nicht. Verstehe ich auch nicht, warum man hier nicht Leitern drin hat. Leiter. Was ist das denn? Woodframe Gable? Inverted Half. Gottes Willen. So. So, jetzt müssen wir hier sowieso noch mal ein bisschen umbauen, weil das sind hier nur alles halbe Blöcke. Das ist nicht so meins. Sehr schön. Patz, patz, zack, zack, zack. So, dann hier noch eine Hedge drauf. Hedge, Holzklabbi. So. Das ist fast perfekt. Können wir mich denn hier schön raus. Das ist gut. Die können wir auch mal ein bisschen aufwerten hier. Eisen reicht natürlich nicht. Wie immer. So, aber guck mal, da haben wir hier schon wieder ein bisschen Licht. Das ist in Ordnung. Die können wir mal nochmal rausnehmen. So, hier oben vielleicht. Macht das, glaube ich, da mehr Sinn, weil dann haben wir hier die Tür ein bisschen beleuchtet. Da haben wir die. Ja, okay, das passt. So, haben wir hier noch fünf. Oh, was haben wir denn hier? Trigger? Oh, zwei feine Sachen. Was ist das denn? Schematics are used as ingredients to craft high-tech modifications to weapons and armor requires yeah, science tier 1. Was sind das überhaupt? Trigger Group Semi-Schematik. Ach so, das ist wahrscheinlich, das ist für eine normale Schusswaffe, ne? So ein halt ein Abzug, womit man Salven schießen kann. Keine Ahnung, weiß ich jetzt nicht. Müsste man ausprobieren. Ach so. Okay, das heißt, man braucht so eine Schematik, um sowas bauen zu können. Sehe ich das richtig? Das ist natürlich doof. Ja gut, aber auch doof. Dann packen wir das doch mal wieder rein. Was ist das hier? Für 30 Minuten. Magazin grants one level of the perk plus one level of the perception attribute. Packen wir es erstmal wieder zurück. Das macht ja so erstmal gar keinen Sinn. Das benötigen wir ja so erstmal gar nicht. Dann machen wir uns aber noch ein paar Pfeile. Zack, wenn wir schon mal dabei sind. 106 Pfeile, siehst du? Guck mal, da können wir schon mal was machen. Bin schon fast am Überlegen, ob wir das nicht auseinanderprügeln, weil den Kram brauchen wir hinten auch nicht wirklich. Und hier haben wir auch noch nicht reingeschaut. Kochtopf.
Was ja die Schematik. Oh, eine Suppe. Mensch. Müllpresse, da können wir doch sicherlich auch. Die können wir gleich mal auseinanderschrauben. Ist auch gar nicht laut. Alter, das ist tierisch laut. Das lasse ich mal lieber. Muss jetzt auch nicht sein. So, aber was mich hier so ein bisschen stört, ist natürlich, dass es nur halbe Blöcke sind. Das ist. Ist nicht so meins. Das wird schwierig. Ich habe Hunger. Ne, ich habe immer noch Hunger. Ach so, genau. Deswegen wollte ich eigentlich nach unten. Ich wollte eigentlich mir das Fleisch holen. Was hier noch nicht drin ist, sondern es da drin ist. So, einmal futtern. Würzen. So, schön Happa Happa machen. Das ist mit der Schematik, das machen wir den nächsten Tag. Weil sonst wird das, glaube ich, ein bisschen. Oh, das war's schon wieder. Gut. Diese Suppe, die können wir wieder reinpacken, obwohl ich glaube, ich werde die gleich schon mal wegnaschen, weil, naja, 71% ist jetzt auch nicht so der Brüller. Das Glas können wir mal wegwerfen. Cotton, ja. Cotton können wir, glaube ich, hier mit reinschmeißen. Ach, das packen wir auch mit rein. Das packen wir mit rein. Kohle, Eisen. Eier, das können wir da. Das können wir hier. Das können wir da. Das können wir da. Steroide packen wir auch erstmal weg. Stein haben wir natürlich jetzt gar nicht mehr. Müssen wir am nächsten Tag wieder Stein holen. So. Ich will mal überlegen, ob wir das schon mal abkochen. Wir haben ja ein bisschen Golden Rod und Chrysanthemen haben wir ja da. Da können wir es eigentlich schon mal abkochen. Ein bisschen. Wir haben natürlich zum Glück noch ein bisschen Holz. Das ist fein. Wie viel brauchen die denn? Zack. So. Maximum Schuss. Maximum Schuss. So, den brauchen wir bei 3 Minuten 40. Okay. 3,50. So, dann müsste das Ende verpassen. Dann haben wir ein bisschen Holz gespart. So. Nein, falscher. Da. Da soll's rein. So, können wir hier schon ein bisschen braten. Das ist fein. Da hatten wir das schon reingeguckt. Ja, ne? Da hatten wir schon reingeguckt. Ja, das können wir noch mit wegsäbeln. Das können wir noch mit wegsäbeln. Da haben wir auch nichts drin. Das können wir gleich mal wegmachen. Jo. Achso. Leer, 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 leer. Alles leer, alles leer, alles leer. Gut. Oh, Stühle. Packen wir nämlich gleich da mit rein. Die können wir nämlich auch mal mit verhackstückeln. So. Das lassen wir alles so. Dann würde ich mal sagen. Ja, das, guck mal, da kommen sie auch locker. Guck mal hier, da kommen sie, können sie locker gegenschlagen hier. Das ist natürlich jetzt nicht so prall. Aber gut, das soll jetzt hier auch nicht die fette Base werden, nochmal abgesehen. Das soll erstmal ein kleines, solides, ne, Safehouse sein. Mehr nicht. Du hast auch Stühle zum Verheizen, ja. Waffenteile brauchen Stil, also erst ab Level 60. Ja, das kriegen wir heute hin. Gar kein Problem. Gut, dann befestigen wir erstmal hier so das Obergeschoss. Das wäre erstmal ganz gut. Das Problem ist eben halt, dass wir sind nicht so wirklich hoch, aber ist auch nicht so dramatisch. Wir haben doch schon wieder 2:30, dann können wir auch nochmal solide hier arbeiten. Augenblick mal entspannen. Achso, vielleicht sollte ich mir noch ein bisschen was holen. So, brauchen auf jeden Fall ein bisschen Wasser. Also Wasser im Sinne von Tee. Flüssige Ernährung sozusagen. So. Einmal trinken. Und Essen brauchen wir eigentlich auch noch. Aber naja, seht ihr selber. Einigen wir uns auf klein, solide ist in der A17 was anderes. Ja.
Ja, solide, nimm es nicht jetzt nicht zu wörtlich. Es ist natürlich nicht solide, wenn hier eine Wanderhorde durchgeht, dann, ne, machen wir uns da nichts vor. Aber darum geht es ja gar nicht. Es geht ja einfach darum, dass man erstmal hier so ein bisschen, dass man ein kleines Safe House hat, dass man so eine kleine Anlaufstelle hat. Darum geht's. Ich will ja auch nicht alle Ewigkeit hier bleiben. Also, da wir wahrscheinlich dieses Safe Game, was wir jetzt hier gerade spielen, sowieso nur, wahrscheinlich nur heute spielen werden, ne, ist das entspannt. Deswegen auch. Deswegen ja auch. Ach, jetzt habe ich keinen. Nein, jetzt habe ich keinen Stein mehr zum Reparieren. Das ist natürlich doof. Scheiße. Das ist natürlich nicht so schlau. Das war natürlich jetzt nicht so schlau. Das war jetzt nicht so schlau. Verdammt. Verdammt, verdammt, verdammt. Ja, nach oben. So, wie bauen wir das denn mal ganz doof? Also hier wollte ich mir ganz gerne wieder so eine Sprungrampe machen. So eine Sprungrampe mit La ja, oder eine Leiter ist auch doof. Nein, eine Leiter ist doof. Leiter ist doof. Leiter wollen wir nicht. Wir machen uns nochmal ein paar Holzrahmen. So 20, 30, 40, 6 Milliarden Stück und dann passt das auch. Ach, machen wir mal 30. So. Ist auch relativ günstig von der Herstellung. Passt schon. Wir könnten das natürlich hier oben schon mit hinbauen. So. Und dann nehme ich den als erste tragende Säule. Aber ich sehe natürlich überhaupt nichts. Ja. Kann man das hier irgendwie so ein bisschen hier vorne so? Warte mal, da. So. Dann könnten wir natürlich, setzen wir hier schon den Boden. Das wird quasi dann unsere tragende Säule werden. Würde ich mal so erstmal behaupten. Einer unserer tragenden Säulen. Den können wir so ein bisschen noch schützen, hier den Zugang. So vielleicht. Ja, wenn ich hier Säulen hinhaue, ich meine ganz im Ernst. Also dann ist das sowieso. Hier können wir natürlich diese Platten wieder hinsetzen. Ne? Hier können wir wunderbar diese Platten hinsetzen. Achso, ich wollte schon sagen, was ist das für Ton? Hier können wir natürlich tatsächlich diese komischen Platten hinsetzen, dass wir quasi Säulen haben, aber dann auch wieder nicht. Das könnte man natürlich tun. Ich würde das Ganze so ein bisschen abfangen hier. Das ist mir noch so ein bisschen, ja, nicht ganz so. Ich brauche Steine. Also ich komme hier ja gar nicht raus. Ich komme hier ja gar nicht raus. Das habe ich ja schon alles zugemacht. Jo. Noch duster hier, Mann. Mach doch mal das Licht an hier. Es ist 4 Uhr. Will loslegen. In einem Holzgebäude ist in der A17 absolut nichts tragend. Ja. Ich würde ganz ehrlich gesagt, ich würde auch ein Holzhaus nicht als Safe House bezeichnen. Aber für heute Abend ist es unser Safe House. Deswegen sage ich, er nimmt das bloß nicht zu genau, was ich hier sage. Also wenn ich sage, oh ja, hier unser Safe House, geil. Würde ich im Let's Play nicht machen. Im Let's Play würde ich mir ein vernünftiges Steinhaus suchen oder, ne? Da baust du ja auch langfristig, aber hier, das ist jetzt einfach mal, damit wir hier zumindest so eine kleine Anlaufstelle haben. Mehr ist es nicht. Mehr ist es hier nicht. Jetzt hole ich jetzt mal einen Stein, damit ich hier meine Axt reparieren kann. Da. Reicht ein Stein schon? Ja, ne? Ja. Reparieren, sehr gut. Dann holen wir uns erstmal jetzt ein paar Steine, die uns wieder mal fehlen. Ach, so ein Elend. Out of Stamina, wie immer. Wir brauchen was zu essen. Das wird mit unser Job sein, dass wir heute noch mal ein bisschen jagen gehen.
Ja, ich muss es leider immer noch mal ein bisschen abwarten. Aber ansonsten würde ich mich hier erstmal niederlassen, zumindest für heute eben halt, und die Häuser hier looten. Also so ein bisschen, wir müssen aber noch jagen gehen. Wir müssen auf jeden Fall noch jagen gehen. Ich hoffe, dass wir vielleicht noch das ein oder andere Tier hier noch finden werden. Weil mit Farming ist, glaube ich, hier noch nicht so viel. Ich persönlich arbeite so gut wie gar nicht mehr mit dem Bogen. Meine Waffe ist die Keule. Kleiner Tipp, sammel 100 Eisen und mach einen Eisenknüppel. Können wir machen. Zur Not können wir auch das Eisenerz hier auch nutzen. So ist es ja nicht. So, ich gehe erstmal noch mal ein bisschen jagen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, also ich arbeite gerne mit dem Bogen. Also ich habe kein Problem mit dem Bogen. Der Knüppel mag natürlich besser sein, gar keine Frage. Na, aber da fehlt mir so ein bisschen die Übung, weil ich war bis jetzt vom Bogen, von dem Bogen, von dem Knüppel noch nicht so überzeugt. Aber den muss ich natürlich dann auch erstmal wieder skillen. Ach gut, nehmen wir erstmal mit. Was soll's? Brauchen wir nicht, aber. Ach, wenn ich schon sage, das brauche ich nicht, dann brauche ich es auch nicht mitnehmen. Zack, weg damit. Was soll das? Blei können wir auch wegschmeißen, brauchen wir nicht. Guck mal, hier, habe ich das nicht schön gemacht? Habe ich das nicht schön gemacht? So. Ich brauche erstmal Fleisch. Tiere brauche ich erstmal. Erstmal brauche ich Tiere. Ich bezweifle nämlich, dass wir hier mal ebenso Tiere finden werden. Dann mit dem Powerschlag. Muss aber immer Holz und Stein kloppen. Ich laufe mit dem Sledgehammer rum. Aber auch die sind geskillt und manche Zombies sind One-Hit auf dem Kopf, ja. Also ich habe früher mit dem Sledgehammer in den früheren Alphas immer gerne gespielt. Das war aber auch, ja, ich war in den wirklich frühen Alphas. Ich habe mit der Alpha 8 angefangen und da vorne ist ein Schwein. Mit der Alpha 8 angefangen oder mit, ja, und mit der bis zur Alpha 9 oder Alpha 10, da habe ich dann nachher tatsächlich auch mit dem Sledgehammer gespielt. Weil er einfach nur geil war. Und nachher hatten sie den so ein bisschen abgeschwächt. Achso, wo bist du denn hin? Tja, Schwein, wärst du am Baum vorbeigelatscht, dann hättest du kein Problem mit mir gehabt. Ich sag's dir ja nur. Ich sag's dir ja nur. So, ein bisschen Schwein sammeln wir uns ein. Sehr schön. Das war schon mal der erste Streich. Ja, vielleicht haben wir Glück und finden noch ein, zwei Tiere mehr. Dann können wir uns zumindest immer schon mal so ein bisschen für die nächsten Tage so ein bisschen eindecken. Ja, guck mal, zum Beispiel das Schwein. Das nehmen wir dann auch mal. Das Pro ich wollte gerade sagen, spawnt da gerade eine Wanderhorde, aber nein, das tut sie nicht. Wir werden aber das Schwein jetzt mal anlocken, damit der mal zu uns herkommt. Damit wir auch Zeit haben, das auseinander zu friemeln. Ach, natürlich habe ich wieder keine Zeit, ist das logisch. Also rechts neben den großen Stein, da müssen wir uns mal schon ein bisschen merken. Zack. Und einen genauen Schädel. Ach Mensch. Komm ran. So, kannst gleich wieder aufstehen. Sehr schön, haben wir. So, du willst auch noch Ärger, kannst du haben. Ach, verdammt, Schulter. Patz. Nee, und wie gesagt, also das mit dem Sledgehammer, den habe ich früher auch sehr gerne gespielt, aber dann hatten sie den eben total versaut. Dann konntest du ihn überhaupt nicht mehr spielen. Und wenn du natürlich schreibst, und mittlerweile ist der vielleicht doch wieder interessant. Ach, ich dachte schon, die steht wieder auf. Dann würde ich mir den vielleicht auch mal angucken. So, da ist das Schwein. Das läuft ja schon mal ganz gut. Vielleicht noch ein Schwein mehr oder vielleicht mal ein Hirsch oder sowas. Aber jagen ist auf jeden Fall schon mal eine feine Sache.
Na. Ich brauche mehr Schweine. Naja. Naja, eigentlich können wir das Eisenerz, was wir jetzt hier haben, das können wir natürlich zu Eisen umfunktionieren, weil ab Level 20 kann ich sowieso erst einschmelzen. Das bringt uns also nichts. Also können wir also richtig damit arbeiten ab Level 20. Da sind wir noch ein ganzes Stück weit weg von. Was für ein Level haben wir überhaupt? Level 2, guck mal. Brauchen wir nicht drüber diskutieren, zumindest schon nicht heute. Bisschen noch. Haben wir eigentlich. Bisschen. Oh, guck mal, wir können sogar noch richtig Pfeile machen. Mensch, 105 nochmal. So will ich das sehen. Und haben trotzdem noch was über, weil uns wieder die Steine fehlen an der Stelle. Ja. Aber Pfeile können wir immer gebrauchen. Also ich kann momentan immer noch Pfeile gebrauchen. Also von daher immer herstellen, immer ran. Und es gibt ja auch Punkte. Es gibt ja Punkte. Das sehen wir ja. Immer schön ein paar Punkte nebenbei. Nee, gar nicht wahr. Gibt gar keine Punkte für die Herstellung. Verdammt. Ich dachte, da gibt es doch noch ein paar Punkte. Na gut, dann nicht. Ja. So. Huch. Hä? Achso. Ich will doch keinen Sand haben, geschweige denn Erde. Wo haben wir denn hier Erde? Hier hat er doch irgendwo gerade Erde eingesammelt. Hat er nicht. Na gut, dann nicht. Vielleicht noch ein paar Schweine. Oder eben halt ein paar Hirsche. Das könnte ich auch ganz gut haben. Da vorne müsste dann so langsam Direswill sein, ne? Auf der Ecke. Das müsste doch Direswill sein, oder täusche ich mich da? Nee, das ist nicht Direswill. Das ist nicht Direswill. Zombies. Mach mal auf, Map. Dürfte eigentlich nicht, da müsste das, obwohl es könnte doch schon da ist. Nee, kann nicht da ist, will sein, dafür ist es so klein. Ich rede ja Blödsinn. Das muss einfach ein bisschen weiter hier sein oder in diesem Bereich. Ja, komm, so tief habe ich doch nicht gezielt, oder? Auf Brusthöhe, das kann nicht sein. Och, komm. Oh, nee. Jetzt hast du es. So. Du.